Der Community Day mit Galat Zickzacks steht in den Startlöchern. Nicht nur, dass das Shiny richtig genial aussieht, die Boni sind eine wahrliche Eskalation. Es lohnt sich so sehr zu spielen. Fangen wir direkt an. An diesem Samstag geht es los, 13. August. 11 bis 14 Uhr die Haupturzeit, doch bis 19 Uhr wurden auch einige Boni noch hinzugefügt. In den 3 Stunden bis 14 Uhr werden in der Wildnis fast ausschließlich die Galazigzags auftauchen und sogar sehr viele Pokémon. Mit dreifachem Sternenstaub beim Fangen, doppelte Bonbons beim Fangen, doppelte Chance auf XL-Bonbons, Rauchheld 3 Stunden vor 14 Uhr noch aktivieren und Lockmodule halten auch 3 Stunden, wenn man sie zwischen 11 und 14 Uhr aktiviert. 5 Snapshot-Überraschungen. Bis 19 Uhr haben wir einmal die neue Attacke vom Typ Unlicht, eine Ladeattacke für Barrikadax. Wenn man ein Gyaradax, also Galar-Gyaradax, zu Barrikadax entwickelt, bekommt man diese Ladeattacke. Leider nicht mit einer normalen TM. Wenn man schon ein bestehendes Barrikadax hat, müsste man eine Top-Lade-TM verwenden. Und bis 19 Uhr über diese Herausforderungen und den Hyperbonus haben wir die doppelten Fang-EP freigespielt, die doppelten Bonbons beim Verschicken, eine 2-mal Spezialtausch extra, also 4 in Summe an diesem Tag und die geviertelten Tauschkosten, minus 75%. Und aktuell läuft obendrein noch dazu das Käfer-Event, die Käferkrabbelei. Und bei manchen Boni, die sich nicht stapeln, steht das explizit dabei. Ich habe das jetzt hier nirgendwo gefunden, denn ansonsten würde das bedeuten von 11 bis 19 Uhr die doppelten Fang-EP und wir haben ja noch das Käfer-Event, wo man die doppelten EP erhält, wenn man gut, großartig und fabelhaft oder fabelhaft trifft. Sowie plus ein Bonbon für gut, plus 2 Bonbons für großartig und plus 3 für fabelhaft. Wenn sich diese Boni stapeln lassen, dann wäre das krass, aber bitte mit Vorsicht genießen. Es gibt, wo ich hier spreche, aktuell noch keine offizielle Info dazu. Und sollte Niantic bemerken, wie krass das eigentlich ist, dann entfernen sie es vielleicht. Schauen wir mal. Anderenfalls sind das mit Glücksei 8000 EP einfach nur für fabelhaft. 2x2 und dann nochmal verdoppelt mit einem Glücksei. Viel zu heftig. Aber auch wenn sich das nicht kombinieren lässt mit dem Käfer-Event, wird das trotzdem ein feiner Community-Day. Den Sternenstaub-Bonus kann man von mal 3 auf mal 4 erhöhen, indem man ein Lokmodul aktiviert und dort gemeinsam als Gruppe genügend Pokémon aus diesem Lokmodul rausfängt. Wenn der Bonus aktiv wird, dann sieht man das anhand von Konfetti auf der Karte und eben anhand der Tatsache, dass man mehr Sternenstaub bekommt. Also wer zu viele Sternenstücke auf Lager hat, da könnte man an diesem Samstag eventuell ein paar davon loswerden. Hier nur ganz kurz eingeblendet, welche Lockmodule locken aktuell welche Pokémon an. Doch in der Regel werden die normalen Lockmodule meistens reichen und dann tauchen zu 100% die Galar-Zickzacks auf, die hier in Shiny richtig genial aussehen. Und dass man die Boni wie zum Beispiel doppelte Fang-EP bis 19 Uhr auch noch ausnutzen kann, gibt es die Bonus-Raids. Und zwar von 14 bis 19 Uhr werden Galar-Gyaradax an Arenen auftauchen im 4er-Raid. Und wenn man die besiegt, gibt es 30 Minuten lang in einem 300-Meter-Radius wilde Galar-Zickzacks. Und zwar fast ausschließlich diese mit erhöhter Shiny-Chance. So 1 zu 25 ist das rund um den Dreh. Und dann hat man noch weiterhin die Pokémon, die man Shiny jagen kann. Plus Bonus-Erfahrungspunkte. Galar-Gyaradax ist vom Typ Unlicht und Normal. Beide Typen sind schwach gegen Kampf. Theoretisch, wenn man die allerstärksten Pokémon hat aus der Liste, die ich hier einblende, vielleicht auch ein paar Krypto-Varianten davon, dann könnte man es vielleicht solo schaffen. Das hängt davon ab, wie stark Niantic hier diesmal das Pokémon macht. Ansonsten müssten 2 Personen, denke ich mal, reichen und dann aktiviert man eben 30 Minuten lang zusätzliche Pokémon um die Arena herum. Was außerdem neu ist, was ich sehr genial finde, echt stylische Avatar-Items, die man bei einer befristeten Forschung, die es die kompletten Stunden lang gibt, holen kann. Und zwar muss man dafür einige Galar-Zickzacks fangen, insgesamt 100. Und wer das nicht schafft und die Items trotzdem haben möchte, kann sie sich irgendwann danach im Shop kaufen. Okay, und wer abseits der Boni noch nicht überzeugt ist und überlegt, lohnt sich das Event, soll ich da viel spielen, sehen wir uns mal Barrikadax an.
kommt auf Level 50, nur auf 2999 Wettkampfpunkte. Und ich habe mir das Pokémon angesehen in allen Situationen. Im Raid und in der Arena muss ich leider sagen, nicht brauchbar. Typ Normal ist sowieso gegen nichts effektiv, maximal neutral und es hat zwar ein paar Kampfattacken, doch ist nicht vom Typ Kampf, also sind die auch nicht verstärkt. Von daher als Raid-Angreifer leider nein. In der Go-Kampfliga allerdings ist das Pokémon auch schon vor der Event-Attacke ab Blocker relativ gut. Vor allem in der Hyperliga oder in irgendwelchen Hyperliga-Cups. Und wenn man ein gutes Team drumherum aufbaut, vielleicht auch in der Superliga. Üblicherweise spielt man es mit Konter, Nachthieb und Kreuzhieb. Doch jetzt mit Abblocker als, ich sag mal, Köder-Attacke, wo die eigene Verteidigung steigt und die gegnerische Verteidigung sinkt, tun sich da ganz neue Möglichkeiten auf. Und das Ding ist ein Team Go Rocket Beast. Vor allem gegen die Bosse und Giovanni, wo sowieso zweimal geschildert wird. Da kann man dann mit Abblocker sich selbst stärker machen, den Gegner abschwächen. Und durch diese Typ-Kombi, wenn das zum Beispiel irgendein Pokémon mit Geistattacken ist, oder bei Giovanni Snubbelicat hat oft eine Typ-Unlichtattacke, nicht sehr effektiv und man selbst mit Konter effektiv, boostet sich nach oben. Ich liebe Barrikadax gegen Team Go Rocket. Wer da Probleme hat, kann das wirklich in Betracht ziehen. Ich meine, es fragt selten jemand, hey, ist das Pokémon gut gegen Team Go Rocket? Doch ich finde, das muss ich hier herausheben, ist ein feines Pokémon. Wer das Maximum nicht herausheben, sondern herausholen möchte, sollte unbedingt eine Mega-Entwicklung aktivieren. Typ Unlicht oder Normal? Wie gesagt, einer von beiden Typen sollte es sein. Ich habe hier komplett alle Pokémon in Pokémon Go eingeblendet, die wir momentan haben, die einen dieser Typen abdecken. Schlappohr ist vom Typ Normal und Kampf. Und wer vielleicht vorhat, ein paar Galar-Gyarados-Raids zu machen, da könnte man dann Schlappohr gleich auch dafür verwenden. Ich werde allerdings ganz bestimmt mit Taubos durch die Lüfte gleiten. Und wer ein Gutes haben möchte, es gibt wieder hoffentlich Feldforschungen, fange drei Galar-Zickzacks. Die 100% WP in einer Feldforschung sind 218. Und allgemein alle wild möglichen Wettkampfpunkte, die ein 100er sein können, es aber nicht unbedingt garantiert sind, hier auch kurz eingeblendet. Und weil Barrikadax, wie gesagt, doch sehr gut ist im PvP, hier eine komplette Liste von allen Ligen. Achtung, da will ich was dazu sagen. Ganz links die Superliga. Wenig Angriff, hohe Verteidigung, hohe KP. Dann kann man das Pokémon noch ein bisschen höher pushen, mehr Attribute reinquetschen, ohne dass es über die 1500 kommt. Also ein Rang 1er für die Superliga, 0 Angriff, 14 Verteidigung, 15 KP. Und für die Hyperliga, da gibt es mit XL oder ohne XL. Manchmal haben wir auch Cups, die sogenannten Classic, wo XL-Bonbons verboten sind oder für Leute, die noch gar keinen Zugriff auf die haben, erst ab Level 31. Die Spalte in der Mitte ist für die Hyperliga, wenn man keine XL-Bonbons verwenden kann und Barrikadax maximal auf Level 40 bringt. Und die ganz rechte Spalte ist mit XL-Bonbons. Ich glaube, ja, das geht dann nur auf Level 42 anstelle von 40, so grob gesagt. Ich bleibe einfach bei einer Variante ohne XL, sollte ich eine gute bekommen. Das macht dann im Grunde keinen heftigen Unterschied mehr. So, der Rauch. 3 Stunden, aber nur wenn man ihn vor 14 Uhr aktiviert. Und weil sich das Spielen bis 19 Uhr auch so sehr lohnt und lohnen würde, vielleicht will man davor noch einen weiteren Rauch dazu stapeln bis 17 Uhr oder noch einen zweiten bis 20 Uhr, je nachdem wie lange man spielt. Wer sich das vorher überlegt, da kann man eben ein paar Stunden einsparen. Glücksei nicht vergessen, machen wir auf jeden Fall wieder um 11 Uhr Freundesaufstiege auf Hyperfreund und bester Freund. Einen Tag Interaktion vor dem Level-Up, schickt Geschenke raus, öffnet um 11 Uhr und los geht's. An manchen Orten wird es wieder virtuelle Boni und persönliche Meetups mit Niantic geben. Man kann weltweit spielen, das ist einfach nur ein Zusatz. Geht auf die Website, dort seht ihr die aktuelle Karte mit den neuesten Orten. Die Spezialforschung, ne, kann man sich kaufen für 1 Euro, braucht man nicht, kann man auch verschenken, wie man möchte. Ja, und ansonsten, glaube ich, soll es das mal
für Galar-Zickzacks gewesen sein. Ich wünsche uns allen viel Spaß, Glück, Erfolg, viele Shinies, 100er. Hoffentlich können wir schlechtes Wetter abblocken und die schillernden Zickzacks anlocken. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.